Ja, liebe Freunde, mal schauen, ob euch jetzt rasch ein Licht aufgeht, wo sich der kleine Stadtstreicher heute herumtreibt. Ich bin noch immer im 10. Bezirk, in einem der größeren Grüngebiete und ich bin natürlich im Kurpark Oberland. Vorbei an dieser stehenden Figur, ja, so heißt die Plastik tatsächlich, kommen wir dann zum Wasser. Diese Davidsquelle verleiht dem Vernehmen nach die ewige Jugend. Diese zwei Barben gerade im Wasserlauf, der von der Davidsquelle wegführt, wie überhaupt Wasser natürlich im Kurpark Oberla eine große Rolle spielt. Und naturgemäß auch Teiche. Frühling ist es, auch das ist hier eindeutig zu erkennen. Nur 10 Jahre nach der Wiener Internationalen Gartenschau 1964 im Donaupark gab es in Wien schon wieder ein blumiges Ereignis. Und zwar die WIG, Wiener Internationale Gartenschau 1974. Dafür wurde der Kurpark Oberla entsprechend ausgebaut und erweitert und mit Teichen, kleineren Kunstwerken und so weiter ausgeschmückt. Und das Ganze immerhin schon seit 1968, also 6 Jahre Errichtungszeit. Hier sehen wir einige Steinskulpturen, die anlässlich der Eröffnung 1974 hier aufgestellt wurden und ihren Platz behalten haben. Viel Platz für Erholungssuchende gibt es natürlich im Kurpark Oberla und auf den großen Wiesen auch Liegegelegenheiten. Ein Mädchen oder Weibchen wünscht Papageno sich. Oh, so ein sanftes Täubchen wär Seligkeit für mich. Hier sehen wir den barocken Brunnengarten früherer Nationengarten Deutschlands. Thank you.
Der Ornamentvorhang besteht aus 4 fein gestalteten Glasplatten. Na, auf gut wienerisch würde ich jetzt sagen, da sind aber 3 Dudlerte, die herumliegen. Es sind Quellnymphen. Das hier ist die Wetterstation im Kurpark Oberlau. Und nun kommen wir in den Purgarten. Der Takasaki-Park oder heutige Japanische Garten war ursprünglich der Nationalbeitrag Japans bei der WIG 1974. Neben den Ziegen, die immer gerne gefüttert werden, haben wir im Tiergehege des Kurparks zunächst einmal eine Wassertränke aus Holz mit Esel und Schweinchen als Brunnenfiguren und natürlich auch Alpakas. Alles Rakete oder was? Auf jeden Fall hat sich mir nicht erschlossen, was diese Metallfigur eigentlich darstellt. Das ist unschwer erkennbar ein Clown. Und gegenüber von ihm sitzt der Knödelfresser. An Möglichkeiten für die Kinder zu spielen und sich auszutoben, besteht im Kurpark Oberlau kein Mangel. Schade, dass am Rosenberg halt noch keine Rosen blühen, da war ich einfach zu früh im Jahr dort.
siehe da, im Kurpark Oberlaa gibt es auch einen Liebesgarten. Dort kann man zum Beispiel mit diesem Mobil herumfahren. Oder in diesen Sessel Platz nehmen. Auf jeden Fall angenehme Geschichte. An welchen Hollywood-Film habe ich wohl bei diesem Bild gedacht? Richtig, Wem die Stunde schlägt. Ein Schelm, der bei Kopflosigkeit an manche aktuellen Zustände denkt, oder? Und hier sehen wir den Keramikbrunnen. Alexander Sergejewitsch Puschkin, dem bekannten russischen Dichter, ist dieses Denkmal im Süden vom Kurpark gewidmet. Wer könnte diese junge Dame sein? Es ist, schauen wir mal nach, oben steht der Mond am Himmel, daher es ist die Nacht. Und wo es eine Nacht gibt, da gibt es natürlich auf der Rückseite auch einen Tag. Diese Keramikstele steht im Lahrbergpark, ist mir beim 10. Bezirk ein bisschen durchgerutscht, daher kommt sie jetzt im Kurpark Oberlaa mit dazu und stammt von Maître André Leherb. Tja, und ich mach dann auch mal eine Ente, eine Fliege.